Manchmal glauben Christen, nach der Kreuzigung kam die Auferstehung und das war's dann. Aber wir haben gerade noch was anderes gesungen. Er kommt zurück zur Welt. Das ist eigentlich die noch viel größere Freude nach der Auferstehung, dass der Herr auch wiederkommen wird. Wir haben schon viel gehört heute von der Auferstehung. Wir haben davon gesungen. Die Kinder haben was dazu beigetragen. Und viele von euch haben mich begrüßt mit den Worten, der Herr ist auferstanden. Wunderschön, wenn Christen sich so grüßen. Muss nicht nur zum Ostersonntag sein, das kann man eigentlich immer machen. Und dann darf man auch gerne antworten, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Nun haben wir ja heute den Sonntag des Spottes und der Spaltung. Und ihr werdet denken, hat er sich jetzt im Tag geirrt? Das ist doch Karfreitag, der Tag des Spottes. Ja, das stimmt. Den Herrn wird niemand mehr verspotten. Nie mehr. Das, was die Welt jetzt tut, wenn sie ihn verspottet, das wird gerichtet. Aber niemand kann mehr vor ihm stehen und ihn verspotten. Und dennoch ist der Spott ein ganz wichtiger Punkt an diesem heutigen Sonntag. Und ich lese euch vor, warum. Einen einleitenden Vers aus Apostelgeschichte 17, da steht der Paulus nämlich in Griechenland auf dem Areopag, wo Politik gemacht wurde, wo geopfert wurde, wo diskutiert wurde. Die Philosophen sind aus dieser Zeit hervorgegangen, stoische und epikureische Philosophen, von denen ist ja auch die Rede in Vers 18. Und in Vers 22 stellt sich Paulus auf den Areopag und fängt an zu reden. Männer von Athen. Und dann sagt er wunderbare Sachen, die ich mich nie so trauen würde. Wenn das nicht in der Bibel stehen würde, das würde ich mir nicht trauen. Der nimmt einen Götzenaltar, den er gefunden hatte, und da stand drauf, dem unbekannten Gott. Die Griechen hatten Angst, dass sie irgendeinen Gott vergessen hatten. Also machen wir einen Altar für den unbekannten Gott. Und dann benutzt Paulus das und sagt, den predige ich euch. Diesen Jesus, den ihr nämlich gar nicht kennt. Der ist euch unbekannt. Und darum predige ich euch den. Unglaublich, was der Heilige Geist möglich macht, um die Menschen anzufassen. Denn darauf waren sie ansprechbar. Und dann fängt er mit dieser Rede an, ab 22. Aber ich möchte nur einen Vers lesen daraus. Und zwar zwei Verse, Vers 31. Da sagt Paulus, weil er, Gott, einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen den Beweis davon gegeben, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Und jetzt kommt der entscheidende Vers. Als sie aber von Totenauferstehung hörten, spotteten die einen. Die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber auch nochmals hören. Versteht ihr jetzt, warum ich sagte, der Tag des Spottes und der Spaltung? Der Spott, den der Herr Jesus nie mehr bekommen wird, der gilt nämlich jetzt uns. Wenn wir nämlich anfangen, von Totenauferstehung zu reden, dann spotten die einen. Das ist das, was hier steht. Und es passiert noch was. Die Menge spaltet sich. Die einen lachen ihn aus und spotten. Und die anderen sagen, davon wollen wir mehr hören. Und genau das erleben wir heute auch, nicht? Aber in unserer gottlosen Zeit haben wir eher das Gefühl, dass nur noch eine kleine Minderheit von Menschen tatsächlich sagt, wir wollen dich darüber auch nochmal hören. Die meisten spotten, nicht? Ich habe heute Morgen noch einen Status eines Bruders aus Bietigheim-Bissingen, wo ich ja Dienst getan habe vor einigen Monaten, noch gesehen, wie die wieder gestern in der Straße waren und gepredigt haben. Und in Stuttgart und den umliegenden Städten, da ist ordentlich was los. Und die Leute, die rauschen daran vorbei. Da fällt der Name Jesus, er ist auferstanden, wir lesen aus der Bibel. Das interessiert die Menschen nicht. Sie hasten einfach ihren Zielen nach. Und im Bestfall bleibt vielleicht mal ein Wort hängen, nicht?
Interessant hier ist, dass Paulus nicht nur von der Auferstehung spricht, sondern kurz vorher auch vom Gericht. Er hat einen Mann bestimmt, der richten wird. Der Mann, den sie damals gekreuzigt haben. Das ist der Herr Jesus Christus selber, der Gericht üben wird über die Menschen. Da gibt es übrigens einen interessanten Vers in Kapitel 24 der Apostelgeschichte. Den möchte ich einen auch mal kurz vorweglesen. Kapitel 24, Vers 25, da geht es nämlich um Felix. Da predigt nämlich wieder der Paulus vor dem Felix. Und da heißt es in Kapitel 24, Vers 25, als er, Felix, aber über die Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und über das kommende Gericht redete, also Paulus redete darüber, wurde Felix von Furcht erfüllt und antwortete, für jetzt geh hin, wenn ich aber eine gelegene Zeit habe, dann werde ich dich rufen lassen. Das ist das Dümmste, was ein Mensch machen kann. Wenn du vom Gericht hörst und sagst, okay, später. Felix hatte Angst. Das spürt man. Und die Leute auf dem Areopag, die waren auch angefasst. Die merkten, darüber wollen wir dich auch nochmal hören. Und seht ihr, das Schöne an diesem Gruß, dass der Herr auferstanden ist, ist nicht die Tatsache, dass der Herr auferstanden ist, sondern das Schönste daran, wir müssen jetzt nochmal blättern, das finden wir in Römer 8. Das wollen wir auch nochmal einleitend lesen. Das ist das, was das Ganze wirklich schön macht. Weil was hätten wir denn davon, wenn der Herr auferstanden ist, wenn wir sterben und dann ist aus? Römer 6, Vers 8, da sehen wir eigentlich die gesamte Theologie der Christen in wenigen Versen vereint. Römer 6, Vers 8. Wir fangen mit Vers 7 an. Wer gestorben ist, der ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Und der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr. Haltet dafür, dass ihr der Sünde für tot seid, Gott aber lebend in Christus Jesus. Das heißt, wenn wir unser Leben so leben, dass wir die Sünde tot halten, ja, dann dürfen wir uns umso mehr darauf freuen, mit Christus aufzuerstehen. Ich habe versprochen, die Predigt heute ein bisschen kurz zu halten. Habe ich am Freitag auch, hat auch wieder nicht gestimmt, habe ich gesehen. Aber ich möchte nur ganz wenige Punkte jetzt aufgreifen aus der Auferstehung. Denn der Herr Jesus Christus, der ist 12-mal erschienen. 12-mal für jeden Stamm Israels. Dass keiner sagen konnte, für uns bist du nicht auferstanden. 12-mal ist er erschienen. Als allererstes der Maria Magdalena. Und wir werden uns einige Personen rausgreifen und die mal kurz angucken. Nur die Einzelpersonen werde ich rausgreifen, weil das so wichtig ist, weil das so persönlich ist, weil dich das was angeht. Nicht Christus ist für uns alle auferstanden, sondern für dich ist er auferstanden, wenn du glaubst. Und was das zu bedeuten hat, werden wir sehen. Nach der Maria kamen dann die Frauen, von denen wir auch in dem schönen Gedicht gehört haben. Die Frauen, die Gemeinschaft da waren. Vielleicht kamen sie etwas später als die Maria an. Nicht? Das kann man so in der Gesamtsicht der vier Evangelisten recht gut konstruieren. Dann Petrus alleine. Dann den Emmaus-Jüngern. Dann den 10 Aposteln ohne den Thomas. Dann den Aposteln mit Thomas. Danach erscheint er 7 Jüngern beim Fischen auf dem See, als Petrus sagt, ich gehe hin fischen. Dann 11 Jüngern auf einem Berg in Galiläa, da hatte er sie hinbestellt. Dann erschien er 500 Brüdern auf einmal. Dann dem Jakobus allein. Dann nochmal allen Aposteln bei seiner Himmelfahrt und als letztes dem Paulus, gleichsam der unzeitigen Geburt. 12-mal Auferstehung des Herrn Jesus Christus. Nichts wird so sehr bestritten. Nichts wird so sehr geleugnet. Ist komisch, nicht? Wir haben gerade von den griechischen Philosophen gelesen. Epikureische und stoische Philosophen. Die werden heute hochgeschätzt. Ich denke, also bin ich. Plato, Sokrates, Aristoteles, Pythagoras, wer auch immer, das waren Mathematiker, Philosophen, kluge Menschen. Das glauben wir heute 1:1. Das haben die gesagt und das ist so. Wenn du sagst, der Herr Jesus ist auferstanden, dann sagen die Menschen, nee, das geht nicht. Ist komisch, nicht? Dabei ist die Auferstehung um ein Vielfaches besser bezeugt als jeder dieser Philosophen. Ein kluger Mann hat mal gesagt, dass Jesus Christus auferstanden ist, dafür gibt es mehr Beweise als dafür, dass Alexander der Große, der die ganze Welt beherrscht hat, jemals gelebt hat. Es gibt da fast keine Beweise für. Aber für Christus gibt es Augenzeugen, und zwar Hunderte und 12-mal. Wir werden es noch sehen, 40 Tage hindurch. Und jetzt lese ich die Lesung des heutigen Tages.
Zunächst also Apostelgeschichte 1. Apostelgeschichte 1, Vers 3. Da ist die Rede von den Aposteln. Und da heißt es, Vers 3, denen er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebend dargestellt hat, indem er ihnen 40 Tage hindurch erschien und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Und noch zwei Verse aus Kapitel 10. Vers 40 und 41. Da bezeugt Petrus den Juden, Apostelgeschichte 10, Vers 40, diesen hat Gott am dritten Tag auferweckt und ihn sichtbar werden lassen, nicht dem ganzen Volk, sondern den von Gott zuvor erwählten Zeugen, uns, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er aus den Toten auferstanden war. Bis dahin Gottes Wort. Das ist ein unglaublicher Vers hier, nicht? Gegessen und getrunken. Ja, der Herr kam an, erscheint ihnen und sie haben so eine Angst. Und dann heißt es, da steigen Gedanken auf in euren Herzen, nicht? Was stiegen da für Gedanken auf in den Herzen der Jünger? Ist er das wirklich? Ist das nur im Geist? Bilden wir uns das ein? Haben wir eine Halluzination? Und was sagt der Herr? Habt ihr was zu essen? Schön, ne? Da wäre ich gern bei gewesen, wie der Herr ist. Wisst ihr, mit unserem neuen Leib müssen wir nicht essen, um zu überleben. Aber wir können es. Das ist der Punkt. Und das macht der Herr hier schon vor. Das heißt, im Reich Gottes, da werden wir auch Wein trinken mit ihm, nicht? Das können wir, das müssen wir nicht, um gesund zu bleiben, fit zu bleiben, um zu überleben. Nein, dann können wir das. Dann ist das reiner Genuss. Das ist das, was Gott dann gibt, nicht? Und der Herr hat mit den Jüngern gegessen. Die Auferstehung, die kriegt übrigens für uns eine immer höhere Bedeutung. Und wisst ihr warum? So um das Jahr 2000 herum, vielleicht kurz vorher, da fingen die Menschen an, ganz nervös zu werden. Das passierte bei Christen öfter. Zum Beispiel um das Jahr 1000. Da hörten die Christen plötzlich auf zu arbeiten. 1000, das muss es sein. Das tausendjährige Reich ist zu Ende oder wie auch immer. Da ist eine Epoche zu Ende. Jetzt muss der Herr kommen. So sollen wir niemals denken. Der Herr sagt ganz klar auch in Apostelgeschichte 1, es ist nicht eure Sachen, Zeiten und Zeitpunkte zu wissen. Vielleicht haben einige von euch die Predigt gehört aus Hamburg, nicht? Chronos, die Zeitpunkte. Und Kairos, das ist dann ja die Zeitspannen und die Zeitpunkte. Das wird genau aufgelistet. Weder eine Spanne kannst du errechnen, noch einen Punkt kannst du errechnen. Also lassen wir die Finger davon. Aber der Herr hat gesagt, halte die Augen offen. Und wir dürfen eins wissen. Es dürften nur noch 4-5 Jahre sein. Da hat sich ja mal jemand verrechnet, nicht? Der Herr ist 33 Jahre alt geworden, dann wäre die Auferstehung im Jahr 2033. Aber da hat sich mal so ein Mönch verrechnet. Ich bin sicher, da hat der Heilige Geist seine Finger auch im Spiel gehabt, damit wir eben nicht so genau bestimmen können, weil wir nicht genau wissen, wie viel er sich verrechnet hat. Ob 4 oder 5 oder 6 Jahre, weiß man nicht genau. Aber wir können wohl sagen, so um das Jahr 2028 haben wir 2000 Jahre rum nach der Auferstehung. Und wir wissen, dass die 2000 in der Bibel eine ganz wichtige Bedeutung hat. Ne? Wir stehen 2000 Ellen von Ferne. 2000 Ellen hinter der Bundeslade. Und die sind bald überbrückt. Das heißt, wir nähern uns. Wir wissen nicht wann. Wir wissen auch die Spanne nicht. Aber wir wissen, dass wir uns nähern. Und das können wir auch sehen, wenn wir jeden Tag in die Nachrichten gucken. Nicht? So, jetzt gehen die Ungläubigen bei und feiern heute den Osterhasen und die Eier. Wir haben in Apostelgeschichte 10 gelesen, dass er sich denen, die geglaubt haben, offenbart hat. Uns. Nicht den Ungläubigen. Die können ihre Ostereier bemalen, solange sie wollen. Und wir machen das auch, damit die Kinder ihren Spaß haben. Nur das soll nicht unser Glaube sein. Das soll auch nicht das sein, was den Ostersonntag bestimmt. Sondern das soll die Auferstehung sein, nicht? Die Entrückung. Die wird übrigens auch nur für uns sichtbar sein. Wir werden sie wahrnehmen. Wir werden ganz genau wissen, der Herr kommt. Da haben wir schon drüber gehört in der Predigt über die Entrückung, nicht? Wir werden ganz genau wissen, dass er kommt. Warum wissen wir das? Wir hören die Posaune. Die werden wir hören. Die Aufbruchsposaune mit dem Signal zum Aufbruch, die werden wir hören. Die Posaune Gottes hört jeder Gläubige.
Und dann geht's los. Die Ungläubigen hören davon nichts. Ich stelle mir das immer amüsant vor, an der Supermarktkasse, wenn eine lange Schlange ist und da sind 20 Leute und da sind 3 Gläubige drin und die gucken plötzlich alle, weil die Posaune Gottes hören. Und die anderen kriegen doch nichts von mit. Die gucken weiter auf ihre Geldbeträge, zählen den schon zurecht, sortieren ihre Waren aufs Band. Und die anderen gucken plötzlich, was ist das? Und dann kommt der Herr. Und genau so ist der Herr nur denen erschienen, die auch wirklich geglaubt haben. Und dieser wunderschöne Vers in Lukas, wo es heißt, dass der Herr Jesus Christus mit ihnen ist. Das ist tatsächlich so wahr. Habt ihr was zu essen, nicht? Das ist so ein wunderbares Bild dafür. Und da steht nichts vom Trinken. Aber das hat Paulus, das hat hier der Petrus bezeugt. Wir haben mit ihm gegessen und getrunken. Also das war richtig Gemeinschaft, was wir auch hinterher nach dem Gottesdienst wieder haben möchten zusammen, wenn wir Brötchen und Kuchen essen, nicht? Das ist Gemeinschaft und das ist das, was der Herr hier ausdrückt. Eine ganz natürliche Gemeinschaft und wichtig auch, dass die Brüder verstanden, dass die Jünger verstanden, der ist leibhaftig auferstanden. Das ist nicht sein Geist, das ist nicht so ein Hologramm, das ist nicht so ein Bild. Nee, den kommt man anfassen. Ganz wichtig ist auch, dass der Herr mit diesem Leib nicht mehr an Ort und Zeit gebunden war. Als Mensch war er es wohl noch, aber er hatte auch da Macht. Wir sehen auch, dass der Heilige Geist manchmal Ausnahmen macht. Bei Philippus sehen wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 8, dass er plötzlich vor dem Kämmerer verschwindet. Der verschwindet einfach. Wie der Herr bei den Emmaus-Jüngern plötzlich vor ihnen unsichtbar wurde, verschwand der Philippus. Und dann heißt es, er wurde in Asdod gefunden. Der Heilige Geist gibt manchmal auch da Möglichkeiten, dass wir Zeit und Raum überwinden. Aber schön ist vor allen Dingen, dass der Herr, ich habe es gesagt, einmal über 500 Brüdern auf einmal erschien. Das steht in 1. Korinther 15. Da wird das alles aufgelistet, wem er erschien. 500, da habe ich als Kind immer gedacht, boah, da muss aber eine große Christenversammlung gewesen sein. 500 Brüder auf einmal, ne? Nee, muss nicht. Denen ist der an verschiedenen Zeiten gleichzeitig erschienen. An verschiedenen Orten, gleichzeitig. So steht's da. Zugleich. 500 Brüder, zugleich. Das kann Gott mit diesem Leib, so wie er auch jetzt hier ist und auch in vielen anderen Christengemeinden auf der Welt, nicht? Nun wollen wir zu den Personen kommen, denen der Herr erschienen ist. Und die erste, die finden wir in Markus 16 am schönsten. Das ist der Stempel, es ist das Siegel des Herrn Jesus Christus, was er am Kreuz überhaupt getan hat. Er hat nämlich den Teufel endgültig besiegt. Und da steht in Markus 16, Vers 9. Als er aber früh am ersten Tag der Woche auferstanden war, erschien er zuerst Maria Magdalene, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Das ist vielleicht einer der bewegendsten Momente der Schrift, dass eine Frau so eine intensive Bindung zu dem Herrn hatte, dass er ihr als erstes erschien. Was hättet ihr gedacht? Wem soll er als erstes erscheinen? Petrus, oder? Dem ersten Jünger, vielleicht Johannes. Nein, er erscheint Maria. Und hier steht warum. Von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Das ist die Vollzahl. 7 ist die Vollzahl. Mehr geht nicht, könnte man sagen. Nicht? Es gibt auch einen, der hat eine ganze Legion. Aber hier geht es um das Bild. Die war so vom Bösen besessen und der Herr hat sie ausgetrieben. Und das Bild, dass er ihr als erstes erscheint, das besagt uns, ich habe den Teufel besiegt. Das ist die Botschaft. Das ist die Botschaft des offenen Grabs. Ich habe den Teufel besiegt. 7 Dämonen. Darum wird das hier nochmal explizit erwähnt, dass die Maria vom Teufel befreit worden war. Nun gibt es aber ein Problem bei der Maria. Das steht hier im Lukas-Evangelium nicht geschrieben. Wir können nicht alles aufschreiben, sonst blättern wir den ganzen Tag. Aber ihr wisst, dass er ihr sagt, rühre mich nicht an. Und da haben sich schon viele Christen gefragt, warum darf die Maria den Herrn nicht anrühren? Weil andere durften es nämlich. Die anderen Frauen, die vom Grab zurückkamen, die umfassten seine Füße. Zu Thomas sagt er sogar buchstäblich, leg deine Hände in meine Seite und in meine Fingernägel, hier, in meine Fingermale, hier, leg sie da rein. Hat er zwar nicht getan, er ist gleich niedergefallen, aber er durfte es. Warum durfte Maria das nicht? Warum durfte sie ihn nicht anrühren? Nun, dieses griechische Wort, das kennen wir ein bisschen. Haptomai heißt das. Ihr kennt das Wort Haptik.
Wenn man etwas anfasst und es fasst sich gut an, das kenne ich auch von Angelgeräten her, ne? Wenn ich eine neue Angel konzipiere und die Leute schreiben, die hat eine gute Haptik, dann heißt das, die fasst sich gut an. Ja? Dieses Wort Haptik, das heißt anfassen. Aber das griechische Wort geht weit darüber hinaus. Wisst ihr, wie das in der Bibel benutzt wird? Kommt 36 Mal vor. Und es wird über 30 Mal benutzt, wenn der Herr Jesus jemanden anrührt und dann passiert was. Das heißt, das ist ein Berühren mit einer Veränderung. Das erste Mal, ihr wisst, das erste Mal, immer wenn ein Wort das erste Mal vorkommt, das ist wie eine Überschrift, das ist in Matthäus 8. Da kommt ein Aussätziger zu dem Herrn und sagt, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und der Herr sagt, ich will und rührt ihn an. Das heißt, durch seine Berührung gibt es eine grundlegende Veränderung bei diesem Mann. Und das ist der Grund, warum Maria ihn nicht anfassen durfte. Maria wollte nämlich mit Sicherheit, weil sie dem Herrn so nah stand, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind. Es hatte sich was verändert. Der Herr war auferstanden. Er war nicht mehr der Verspottete. Er war nicht mehr der Geschlagene. Er war jetzt der machtvolle Jesus. Und sie hätte sich mit Sicherheit den Jesus zurückgewünscht, dem sie 3 Jahre lang gefolgt war. Frauen sind ja auch sehr emotional, nicht? Und sie wollte das festhalten, wie sie ihn kennengelernt hatte. Aber das hatte sich jetzt geändert. Wir haben in unserem Lied, ich bin erlöst, da haben wir das gesungen, nicht? Dass er bei uns ist. Dass er da ist. Ich bin da. Und das musste Maria verstehen. Ich werde gehen, Maria, aber ich werde dir trotzdem nah sein. Und darum musste der Herr diesen krassen Schritt gehen und sagen, Maria, bitte taste mich nicht an. Rühre mich nicht an. Das muss ganz schön hart gewesen sein für die Maria, wisst ihr das? Ich meine, ich weiß, wir begrüßen uns auch immer herzlich, nicht? Viele von euch Schwestern begrüßen sich auch, indem sie sich in den Arm nehmen. Jetzt stell dir mal vor, es hat eine Schwester plötzlich, du rühr mich nicht an, ich möchte das jetzt nicht mehr, ich möchte, dass du mich gar nicht mehr anrührst. Das ist kein schöner Gedanke, oder? Ich meine, wenn man sich zumindest freundlich begrüßt und die Hand und vielleicht ein bisschen länger drückt, dann weiß man, wie sehr man sich schätzt. Ja? Und plötzlich sagt jemand, rühr mich nicht mehr an. Das ist nicht lustig. Wir müssen uns immer ein bisschen hineinversetzen in die Köpfe dieser Menschen. Dieser Menschen, nicht? Maria, die muss schockiert gewesen sein. Warum darf ich meinen Herrn nicht anrühren? Und wenn ich auf die Knie falle und seine Füße umfasse, nein, rühre mich nicht an. Daraus haben wir schon eine wichtige Lektion, nicht? Es ist nicht immer alles so schön, wie es gleich klingt. Manchmal sind die Dinge auch schmerzhaft und können ganz schön wehtun. Die Emotionen von Frauen, die können auch dazu führen, dass man einem falschen Jesus dienen, nicht? Das sei ganz am Rande erwähnt. Ich habe in meinem heutigen Sonntagsposting eine glasklare Botschaft geschickt zu der Serie The Chosen. Und ich kann euch auch hier nur sagen, lasst die Finger von dieser teuflischen Serie. Das ist nicht unser Jesus. Das ist ein anderer Jesus. Ein Jesus, der sich entschuldigt. Bei der Frau am Jakobsbrunnen, entschuldige, ich hätte bitte sagen sollen. Das ist nicht unser Jesus. Das ist ein selbstgebauter Jesus. Das hat mit dem Jesus der Schrift hat das nichts zu tun. Ein fehlerhafter, ein sündhafter Jesus. Und das Problem ist, dass Frauen, also sind fast alles Frauen, die zu mir kommen. Ich habe noch keinen Mann getroffen, der sagt, das ist Chosen, eine tolle Serie. Das sind fast alles Frauen, weil die so emotional darauf reagieren, endlich zu sehen, wie ihr Herr agiert. Aber das ist nicht ihr Herr. Sei nur am Rand erwähnt, lass die Finger davon, so wie es Maria wehgetan hat, rühr mich nicht mehr an. Tut es vielleicht einigen bei euch jetzt auch weh. Aber ich kann nur dringend raten, guckt euch das nicht an. Das führt euch auf eine falsche Spur. Nun gibt es bei Maria, bei der Magdalena, noch eine andere wunderbare Sache, die einen wirklich emotional, sag ich mal, tatsächlich ergreift. Zum Beispiel ist es so, dass die Maria da sitzt und weint. Und jetzt sieht sie plötzlich diese Engel vor sich da im Grab. Ja? Nein, Entschuldigung, sie sieht nicht die Engel, sie sitzt da und weint. Die Engel sind vor ihr und dann plötzlich dreht sie sich um. Und dann sieht sie jemanden und sagt, wenn du ihn weggenommen hast, dann sag mir, wo er ist und ich will ihn wegholen. Seht ihr? Und da ist wieder die schöne Seite der Frau. Die Frau, die ist nicht wie ein Mann. Ein Mann denkt immer logisch, ne? Und die Frau, die war vielleicht schwach, aber sie sagt, ich werde ihn wegholen. Habt ihr mal versucht, einen Menschen zu bewegen? Also vielleicht haben einige von euch mal einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht oder so. Ich musste das bei der Bundeswehr. Da haben wir ein großes Gefecht simuliert. Und dann mussten wir verletzte Kameraden vorne aus der Frontlinie rausholen. Ich sage, ich habe noch nie so geschwitzt. Das ist so anstrengend, einen Menschen zu packen und wegzuziehen. Und Maria sagt, ich werde ihn wegholen. Da denkt eine Frau nicht drüber nach. Ihr war nur das wichtig. Ich will meinen Herrn wieder haben. Und daran sehen wir das auch, dass sie ihren alten Herrn wieder haben wollte. Ich will ihn wegholen.
Und dann steht dieser Gärtner da hinter ihm, von dem sie glaubt, er sei der Gärtner. Und ich habe mich immer gefragt, mein Bruder hat sie das auch gefragt, warum dreht sie sich eigentlich um? Sie sieht die Engel im Grab und weint. Warum dreht sie sich um? Und da hat dieser Bruder eine wunderbare Erklärung geliefert. Weil ich kann mir nicht denken, dass da der Kies geknirscht hat unter den Füßen des Herrn Jesus. Wir wissen, dass er bei den Jüngern plötzlich einfach im Raum war. Wenn die Tür zu ist, dann hören wir dich plötzlich. Und der Herr kommt rein. Der steht hier einfach, wenn er das will. So war es bei den Jüngern. Er war einfach mitten im Raum. Ja? Darum glaube ich nicht, dass der Kies geknirscht hat oder dass da plötzlich ein Schatten fiel. Nee, der Bruder hatte eine ganz interessante Erklärung. Er sagte, sie hat die Engel vor sich gehabt im Grab. Und wenn der Herr plötzlich einfach hinter ihr auftaucht, dann werden die Engel nicht sitzen geblieben sein. Die saßen nämlich zu seinen Füßen und zu seinem Kopfende, wo er gelegen hatte. Sie saßen. Und dann werden die aufgestanden sein. Ganz bestimmt. Und das war der Moment, wo sie sich umdreht und sagt, Herr, hast du ihn weggenommen? Ich werde ihn mir wiederholen. Und dann kommt der ergreifende Moment, wo der Herr zu ihr sagt, Maria. Nur ihren Namen, Maria. Wir wissen nicht, warum sie sofort wusste, Rabuni, du bist es. Vielleicht hat er ihren Namen immer auf eine bestimmte Weise ausgesprochen, nicht? Wenn wir unsere Kinder mal streng anfassen, dann sagen wir vielleicht anders, nicht? Dann betonen wir den Namen anders. Und wenn wir jemanden besonders lieb haben, betonen wir den Namen auch anders. Auf jeden Fall hat sie sofort gewusst, der Herr meint mich. Und wisst ihr, beim Namen, das ist so wichtig, dass wir das verinnerlichen in Offenbarung 2. Da bekommen wir einen Namen, den niemand kennt, nur wir selber. Das hört sich komisch an erstmal, ne? Was sollen wir denn mit einem Namen, den nur wir selber kennen? Der Name ist dafür da, dass man uns ansprechen, dass man uns rufen kann. Den Namen wird natürlich Gott auch kennen. Also sind es zwei, die ihn kennen. Wir und Gott. Ist nicht so, dass Gott den Namen nicht kennt, nicht? Zwei kennen diesen Namen. Und das ist der Punkt. Der Glaube an den Herrn Jesus Christus, das ist nichts Diffuses, das ist nichts Allgemeines, das ist nichts für eine Menschenmasse. Ich sehe gerade China, die rüsten auf wie die Verrückten, nicht? Da sind die Soldaten nur Nummern. Hier, dahin, dahin, die Gruppe geht dahin. Bei dem Herrn bist du ein Individuum. Maria! Das ist extremst persönlich. Offenbarung 2, du kriegst einen Namen, den nur du kennst und der Herr. Das ist eine Sache zwischen dir und dem Herrn. Darum gucken wir uns heute auch nur die an, denen der Herr Jesus einzeln erschienen ist. Das ist eine Sache zwischen dir und dem Herrn. Und dieser Name steht im Buch des Lebens, nicht? Muss schon wunderbar gewesen sein, wie die Maria da sitzt und so traurig ist. Ich weiß nicht, ich habe letzte Nacht schlecht geschlafen, weil mein Enkelkind irgendwie die Zähne kriegt. Die Maria wird auch kein Auge zugetan haben. Aber nicht wegen Zähnen, sondern weil sie sich einfach nur Sorgen gemacht hat. Weil sie gar nicht verstanden hat, was ist hier eigentlich passiert. 3 Jahre lang folgen wir diesem Mann, der hat Tote auferweckt, der hat Aussätzige geheilt, der hat Blinde sehen lassen. Jetzt schlagen die einfach ans Kreuz, das war's? Was muss das für eine furchtbare Nacht gewesen sein, nicht? Und dann wird sie mit ihrem Namen angesprochen. Da gibt es natürlich ein Problem. Wir schlagen mal das Lukas-Evangelium auf. Da haben wir nämlich auch jemanden, den der Jesus ganz alleine erscheint. Und da haben wir auch gleich diesen wunderschönen Satz, mit dem wir uns heute Morgen begrüßt haben. Lukas 24, Vers 34. Ich lese mal für den Zusammenhang Vers 33 mit. Und sie standen zu derselben Stunde auf, die Emmaus-Jünger nämlich, da kommen wir noch ganz kurz zu, und kehrten nach Jerusalem zurück und sie fanden die 11 und die mit ihnen waren, versammelt. Es waren also mehr als 11, welche sagten, der Herr ist wirklich auferweckt worden. Und dem Simon erschienen. Die nächste Person. Dem Simon erschienen. Ich sagte schon, wir können nicht alles aufschlagen, sonst blättern wir die ganze Zeit. Aber ihr kennt die Begebenheit, wie Petrus und Johannes als Erste zu dem Grab hinlaufen. Ja? Sie laufen als Erste los. Das gucken wir uns an. Wer kommt da als Erst zum Grab? Petrus oder Johannes? Johannes, richtig. Die beiden rannten. Die rannten zum Grab. Warum kommt Johannes auch nicht zuerst an? War nicht Petrus immer der Vorwitzige? Hör, wenn du das bist, dann sag mir, dass ich zu dir kommen soll auf den Wassern.
Und dann läuft Petrus als der einzige Mensch, der nicht gleichzeitig Gott war, auf dem Wasser zu dem Herrn. Das hat nie wieder jemand getan. Auf dem Wasser laufend. Da wird man doch erwarten, dass Herr Petrus als erstes da ist, oder? Nee, aber der wurde beim Laufen wahrscheinlich immer langsamer, weil der hatte nur noch eins im Kopf. Ich habe meinen Herrn verleugnet, und zwar dreimal. Aber als sie dann da sind, dann kommt wieder der alte Petrus durch und geht als erstes ins Grab. Johannes guckt nur rein. Petrus bewegt sich genau zu seinem Herrn, denn er wollte genau das Gleiche. Er wollte bei seinem Herrn sein. Und nun gibt es auch andere Dinge, die ganz persönlich sind zwischen dir und Gott. Hast du Buße getan in deinem Leben über deine Sünden? Hast du mal auf den Knien gelegen und Gott deine Sünden bekannt und gesagt, ich kann vor dir nicht bestehen? Das ist der Punkt, der so persönlich ist zwischen dir und Gott. Und wenn was schiefgelaufen ist, weißt du, was Gott dann macht? Dann verstößt er euch nicht. Nee, dann kommt er auf euch zu, wie bei Petrus. Er ist dem Simon erschienen. Er war der Zweite, dem der Herr erschienen ist, nach Maria. Das war ihm wichtig. Warum? Nun, er wollte Petrus wiederherstellen, nicht? Und sagen, Petrus, du weißt schon, was du getan hast, nicht? Du hast mich verleugnet. Aber ich verstoße dich deswegen nicht. Er hat die Sache mit Petrus in Ordnung gebracht. Dreimal hat Petrus ihn verleugnet. Und in Johannes 21 fragt der Herr Jesus ihn, dreimal hast du mich lieb? Dreimal hat er Gott verleugnet, die Dreieinheit Gottes quasi, das ist das Bild da drin, nicht? Und dreimal fragt die heilige Dreieinheit Gottes zurück, hast du mich lieb? So stellt Gott uns wieder her, wenn was schiefgelaufen ist in unserem Leben. Und das dürfen wir alle auf uns anwenden. Wenn du mal gestolpert oder gefallen bist, dann hab keine Angst. Nein, das ist nicht gut, das musst du dem Herrn auch bekennen, ohne Zweifel. Aber der sagt nicht, ich verstoß dich. Sondern er sagt, wir bringen die Sache in Ordnung. Du hast versagt, aber wir bringen das in Ordnung. Darum erscheint er ihm unter vier Augen. Und wisst ihr, was der schöne Gedanke daran ist? Wenn Anatoli Mist baut, dann sagt der Herr mir das nicht. Wenn ich Mist baue, dann sagt er das Anatoli nicht. Das ist eine Sache zwischen ihm und uns. Das ist schön, nicht? Es sei denn, wir haben andere geschädigt. Das müssen wir auch in Ordnung bringen, nicht? Das ist auch ganz wichtig. Es reicht nicht, drei Kisten Bier zu stehlen und dann dem Herrn zu sagen, tut mir leid, Herr, dann trinke ich die Kisten aus und dann hat sich die Sache. Nee, ich muss die Sache auch zurückgeben oder erstatten, nicht? Aber die Sünde so als solches, die ist was zwischen uns und dem Herrn alleine. Wir lesen noch eine vorletzte Einzelbegegnung zwischen dem Herrn und einer einzelnen Person. Und zwar finden wir die in 1. Korinther 15, 1. Korinther 15, Vers 7. Da haben wir eine ganze Reihe von solchen aufgelistet, denen der Herr erschienen ist, die ich gerade erwähnt habe. Und wir lesen 1. Korinther 15, da haben wir auch in Vers 5 nochmal die Bestätigung, dass er dem Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen. Also er mutet auch Petrus nicht zu, ich erscheine jetzt den 12 Aposteln. Und dann ist der armselige Petrus, der sich nicht traute, schneller zu laufen und der die Sünde genau wusste, die er begangen hatte. Der sitzt dann zwischen den Jüngern ganz klein, nicht? Der Herr stellt niemanden bloß. Erst zu Petrus, steht hier in 1. Korinther 15. Erst dem Kephas, dann den Zwölfen. Die Zwölf ist hier symbolisch gemeint, für die Vollzahl Israels. Es waren ja nur noch 11, nicht? Vers 7. Danach erschien er Jakobus, dann den Apostel allen, noch einmal, als dann Thomas dabei war. Warum erschien denn Jakobus? Ganz alleine. Wie bei Petrus. Hatte Jakobus ihn vielleicht verleugnet? War da irgendwas schiefgelaufen? Ich finde diese Begebenheiten wunderbar, wenn der Herr Jesus sich uns zuwendet. Wenn er Zeit für uns hat. Bei Paulus, der auf dem Weg zu seinem Märtyrertod war, da steht der Herr auch an seinem Bett nachts und stärkt ihn, mehrmals sogar. Bei Jakobus war das ähnlich. Seht ihr, diese persönlichen Dinge, die sind so wichtig. Dass wir die mit Gott ins Reine bringen und dass wir auch mit ihm alleine sind. Ja? Wir sind jetzt hier in Gemeinschaft, nicht? Und das brauchen wir als Gläubige, das ist ganz wichtig. Nicht? Ich hatte es diese Woche noch mit Kathi drüber. Nicht? Wir brauchen Gemeinschaft mit Gläubigen, das ist ganz essentiell. Aber es gibt auch Momente in unserem Leben, da müssen wir alleine sein. Und das sind die Momente, wo der Herr mit Jakobus, mit Maria, mit Petrus zusammen ist, mit den Emmaus-Jüngern, das waren zwei, aber es war auch eine ganz persönliche Sache. Er war ganz allein mit denen. Ich bin heute Nacht um 2:30 wach geworden
und dachte, ach, eigentlich müsste ich jetzt raus auf meine Wiese. Die kennen die ja jetzt alle vom Osterfeuer, nicht? Den eingezäunten Bereich, den nutze ich immer mittendrin. Da knie ich mich hin und bete. Da kann ich laut beten. Wenn mich mal ein Angler hört, der da schon ansitzt, oder ein Jäger, der wird mich für verrückt erklären. Aber das ist es, was wir tun müssen, nicht? Wir müssen einfach mit dem Herrn alleine sein und beten. Und um 2:30 wurde ich wach und ich wusste, ich muss jetzt beten. Aber ich war zu müde. Ich habe gesagt, Herr, bitte nicht. Ich bin so müde. Ich bin so schwach. Bitte jetzt nicht. Das ist gerade so schön warm im Bett, ne? Also was habe ich gemacht? Habe mich umgedreht. Bin weiter geschlafen. Aber ich habe was gesagt. Ich habe gesagt, Herr, tu mir einen Gefallen. Weck mich um 5 Uhr auf. Habe ich völlig gesagt. Was, wacht ihr von selber um 5 Uhr auf? Also ich nicht. Ich war um 5 Uhr wach und bin rausgegangen. Der Herr hat Mitleid mit unseren Schwachheiten. Er sagt nicht, Matze, du Versager, du bist um 2:30 aus dem Bett gekommen. Nein, er hat gehört und er hat mich um 5 Uhr wieder wach gemacht. Er kommt wieder an und sagt, jetzt musst du mit mir reden. Ganz persönlich. Warum ist er Jakobus erschienen? Nun, Jakobus war der erste Märtyrer der Apostel. Nicht der erste Märtyrer, das war Stephanus, nicht? Apostelgeschichte 7. Den Tod von Jakobus lesen wir in Apostelgeschichte 12. Herodes tötet ihn einfach. Weiß nicht, vielleicht erinnert ihr euch an die Worte von Johannes und Jakobus in den Evangelien, die auch immer eine große Klappe hatten, ähnlich wie Petrus, nicht, der immer vorne weg war. Sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Als sie mal in Samaria waren, da sagen die beiden, sollen wir Feuer und Schwefel vom Himmel regnen lassen, wie Elia tat, weil sie den Herrn nicht aufgenommen hatten. Nicht? Also die Söhne des Donners, so nannte der Herr sie deswegen. Auch schön, ne? Dass wir solche Namen kriegen. Ne? Kriegen jetzt spezielle persönliche Namen. Ihr Söhne des Donners. Und dann verlangen sie von ihm her, wir wollen zu deiner Rechten und zu deiner Linken wollen wir sitzen im Reich Gottes. Da wollen wir zu deiner Rechten und zu deiner Linken sitzen. Das ist schon eine ganz schöne Anmaßung, nicht? Und dann sagt der Herr, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Und sie sagen, wir können es. So, und jetzt ist es soweit. Jetzt trifft der Herr sich ganz alleine mit Jakobus. Johannes musste sehr viel älter werden. Er durfte noch später auf der Insel Patmos die Offenbarung schreiben. Er ist sehr alt geworden. Aber Jakobus, der wurde von Gott mit Sicherheit in diesem Vier-Augen-Gespräch darauf vorbereitet, dass er den Märtyrertod sterben würde. Und zwar in Kürze. Wenn wir für den Herrn leiden, es muss nicht gleich der Märtyrertod sein. Das ist dem Herrn nicht egal. Das ist dem Herrn nicht egal. Und ich habe mich oft gefragt, warum so Männer, die wirklich für den Herrn da sind, überhaupt keine Angst vor dem Tod hatten. Und sagten, mach doch. Richard Wurmbrand haben wir es kürzlich drüber gehabt, nicht? Irina hat ein paar Mal die Predigten noch in die Hauskreisgruppe gestellt. Der sagte zu einem Aufseher, der in Rumänien im Gefängnis saß, und der Aufseher sagte, ich werde sie heute töten lassen. Und dann sagt der Wurmbrand zu ihm, na, dann halten Sie doch mal Ihre Hand auf meine Brust, ob mein Herz jetzt schneller schlägt. Das blieb ganz ruhig. Warum? Weil der Herr solche Dinge in Vier-Augen-Gesprächen mit uns klärt. Er bereitet uns darauf vor. Er gibt uns vielleicht einen Blick, was uns erwartet. Bin mal gespannt. Der Herr sagt zwar, es ist denen bereitet, die dafür bestimmt sind von meinem Vater, aber ich bin mal gespannt, wo Johannes und Jakobus sitzen werden. Aber eins ist sicher, wenn wir schwere Aufgaben haben, was auch vor dir steht, dann klär das mit dem Herrn unter vier Augen. Er kommt nicht mehr zu uns, wie das aus seiner Auferstehung war, aber wir können selber in die Stille gehen und mit ihm reden. Dann wird er das auch vorbereiten. Als letztes, um die Sache jetzt abzukürzen, sehen wir noch einmal eine persönliche Begegnung. Da haben wir es mit zwei Personen zu tun. Ich fasse die aber mal zusammen zu einer, weil ich glaube, dass das ein Ehepaar war. Wie ich darauf komme? Nur die Emmaus-Jünger, die sogenannten, die waren unterwegs und waren völlig niedergeschlagen. Und der eine, der hieß Kleopas. Und wir wissen, dass seine Frau die Maria war, die stand am Kreuz. Und dieser Kleopas, der wollte nach Hause. Und darum ist es sehr naheliegend, dass die andere Person die Maria gewesen ist. Das muss nicht so sein, ja, aber ich glaube das. Die beiden sind also eine Einheit. Und auch den beiden begegnet der Herr Jesus Christus ganz, ganz persönlich. Und hier haben wir dieses wunderbare Bild, dass wir die Klappe halten müssen, wenn wir den Herrn hören wollen. Was ist mit euch los? So fängt er an. Warum seid ihr so niedergeschlagen? Und dann bleiben sie niedergeschlagen stehen und sagen, bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und ich weiß, was da passiert ist. Was denn, sagt der Herr. Auch herrlich, nicht? Was denn?
Der Herr will mit Fragen immer was bewirken. Ja, nicht so, dass er es nicht wusste, nicht? Es ist nicht so, dass er nicht wusste, hinter welchem Busch sich Adam versteckt hatte, als er rief, wo bist du? Gott hatte die Büsche geschaffen, nicht? Und Adam auch. Er wusste, wo er ist. Aber mit der Frage will er bewirken, dass man sagt, hier bin ich. Ich habe mich versteckt vor dir. Und hier ist das auch so. Was denn? Er wollte es aus ihrem Mund hören. Was bewegt euch denn gerade? Und dann fängt der Kleopas an zu erzählen und zu erzählen. Wie ein Buch. Und zwar fängt das an in Vers 19. Was denn? Sie aber sprachen das von Jesus. Und dann redet er und redet. Vers 21. Wir hofften, dass er der sei, der Israel erlösen sollte. Und dann haben uns die Frauen außer uns gebracht. Am frühen Morgen sind sie bei der Gruft gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden und erzählen und erzählen. Und in Vers 25 unterbricht der Herr ihn und sagt, ihr Unverständigen und trägen Herzens. Habe ich es nicht gerade gesagt? Die Auferstehung ist nicht immer mit wunderschöner, rosa-roter Malerei versehen, wie wir den Jesus heute gerne hätten, diesen Vanillesoßen-Jesus, sondern er legt wieder die Finger in die Wunde. Ihr Unverständigen und trägen Herzens zu glauben, alles, was die Propheten geredet haben. Der Herr verwendet deutliche Worte. Er erzählt und erzählt und der Herr, ihr Unverständigen, der war richtig wütend. Das war eine ganz schön krasse Anrede hier. Und dann redet er weiter. Musste nicht der Christus dies leiden? Seht ihr, die Gefahr, die wir alle in uns tragen, die auch die Emmaus-Jünger hatten, ist, dass wir ein falsches Bild im Kopf haben. Die Emmaus-Jünger sagen es hier, wir hofften, dass er der ist, der Israel erlösen sollte. Ja, hat er auch. Von seinen Sünden, so stand es in den Propheten. Ihr Unverständigen, habt es nicht gelesen. Aber sie hofften natürlich, dass er die Römer aus dem Land werfen würde. Das hofften auch die Jünger. Er hatte sogar einen Extremisten dabei. Simon, den Zeloten. Das war ein Aufrührer. Die haben sich gegen den Staat gestellt. Er hat ja unter seinen Aposteln. Simon der Zelot. Die haben gehofft, dass die Römer endlich aus dem Land geworfen werden. Und das ist bei uns auch eine Gefahr. Dass wir falsche Vorstellungen haben. Müssen wir uns ganz gewaltig verhüten. Wir sollen nicht anfangen, irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Sondern wir müssen einfach nur auf die Ereignisse in der Welt gucken. Und auf unsere eigene Sünde und unser eigenes Versagen. Wenn wir zu viel reden, wie der Kleopas. Das ist eine Kurzform des Namens Kleopatros. Patros heißt Vater. Ja, und das heißt Ruhm des Vaters. War nicht ein schöner Name, nicht? Er wollte dem Vater den Ruhm geben. Aber sie steckten noch voll mit ihren Gedanken im alten Bund. Nun, diese Maria, seine Frau, ob sie es jetzt war oder nicht, spielt jetzt dabei keine so große Rolle. Die hat am Kreuz gestanden. Steht in Johannes 19, Vers 25. Ich lese den Vers mal, weil das wichtig ist, weil das nämlich nicht die eine Maria war. Und frag mich bitte nicht, warum Eltern zwei Kinder haben, denen sie denselben Namen geben. Das weiß ich nicht, aber wir lesen es mal. Johannes 19, Vers 25. Bei dem Kreuz Jesu standen aber seine Mutter, wie hieß die? Maria, wissen wir alle. Und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Kleopas. Und Maria Magdalene. Schon verrückt, nicht? Das war quasi die Tante des Herrn, verwandtschaftlich betrachtet, die Frau des Kleopas. Die Schwester seiner Mutter. Und die hieß auch Maria. Wahrscheinlich hatten die Zwischennamen, ja? Aber hier werden sie alle Maria genannt. Da standen drei Marien am Kreuz. Ist das schon mal aufgefallen? Drei Maria! Wieso das denn? Ich habe gerade schon die Dreieinheit Gottes erwähnt, nicht? Was heißt Maria? Dass sie griechische Form von Miriam und heißt Betrübnis. Bitterkeit. Was war am Kreuz passiert? Bitterkeit, Betrübnis für den Herrn, für den Vater und für den Heiligen Geist. Darum standen da drei Marien, dreimal Bitterkeit, dreimal Betrübnis. Das ist der Grund. Die gesamte Gottheit war betrübt. Und wir wollen vor allen Dingen aus dieser Predigt hier eines mitnehmen. Wenn wir nicht den Mund halten können und dieses persönliche Gespräch Gottes, des Auferstandenen, mit uns nicht zulassen und reden und reden und reden und immer alles besser wissen und Ideen haben, wie unsere Zukunft auszusehen hat, dann kommt er nicht zu Wort. Und da muss er vielleicht mal ein klares Wort reden, ihr Unverständigen, jetzt hör aber mal zu. Und dann gibt es diesen Schwenk bei den Emmaus-Jüngern. Und sie sagen, brannte nicht unser Herz, als er auf dem Weg zu uns redete. Das ist das, was wir auch machen. Wir sind auch alle auf dem Weg. Auf dem Weg zum Vaterhaus.
Und da ist dann die Frage, lassen wir ihn zu Wort kommen oder wollen wir, dass unser Herz brennt? Das kann nur brennen, wenn er redet. Das wird niemals brennen, wenn wir reden. Und dann reagieren unsere Herzen auch. Wir brennen, wenn der auferstandene Christus leibhaftig auferstanden zu uns redet. Amen.